Ausgehend vom Informationszentrum der Stadtreinigung Hamburg auf dem Energieberg Georgswerda gibt es regelmäßig naturkundliche Führungen. Heute möchte ich euch auf eine kleine insektenkundliche Runde virtuell mitnehmen. Moin, jetzt ist es aber an der Zeit, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Thorsten Demuth, ich bin vom Neuntöter Verein für Forschung und Vielfalt e.V. und wir betreiben hier auf dem Energieberg Georgswerda zwei verschiedene Projekte. Vor einem Teil eines Projekts stehe ich hier gerade, nämlich vor einer Malaise-Falle. Diese setzen wir ein im Biodiversitätsmonitoring Hamburg, welches wir gemeinsam mit der Universität Hamburg, genauer gesagt dem Zentrum für Naturkunde, dem CENAK, und der Behörde für Umweltenergie, der BOE, zusammen betreiben. Hierbei werden mittels zweier Fallentypen fliegende und bodenbewohnende Gliederfüßer, wissenschaftlich Arthropoda genannt, erfasst. Zu diesem Stamm, der etwa 80% aller bekannten Tierarten umfasst, gehören neben den Spinnentieren und anderen vor allem die Insekten. Allein in Deutschland haben wir etwa 30.000 Insektenarten. Aber auf dieses Projekt kommen wir später noch einmal zu sprechen. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Hier biegen wir auf den barrierefreien Weg ab. In der nächsten Gehölzgruppe lässt sich mit etwas Glück ein in Hamburg selten gewordenes Tier beobachten. Von Juli bis September fliegt hier bei sonnigem Wetter der Nierenfleck-Zipfelfalter. Diese Art ist etwas schwer zu beobachten, da sie oft im Bereich der Baumwipfel fliegt und sich somit unseren Blicken entzieht. In den Schlehen am Wegesrand legen die Falter ihre Eier ab. Diese überwintern und im Frühjahr, Anfang April etwa, schlüpfen die kleinen Raupen. Es folgt das große Fressen an den Knospen und Blättern der Schlehen, bevor sich die Raupen verpuppen und einige Wochen später die nächste Generation Schmetterlinge schlüpft. An wechselnden Orten weidet die gemischte Herde aus Schafen und Ziegen. Sie werden hier zur Landschaftspflege eingesetzt. Während die Schafe bevorzugt das Gras mähen, fressen die Ziegen auch aufkommende Stauden und Gehölze wie Brombeere oder den Weißdorn und halten so die Landschaft offen. Am Horizontweg, welcher rund um den Gipfel führt, lohnt es sich, einen Moment innezuhalten und den Blick über die Stadt schweifen zu lassen. Auch wenn sich die Geräuschkulisse der umgebenden Industrieanlagen und Autobahnen manchmal ein wenig störend ist. Mit Glück lässt sich rund um den 40 Meter hohen Gipfel der größte und zugleich vielleicht prächtigste in Norddeutschland vorkommende Tagfalter beobachten, der Schwalbenschwanz. Die Art fliegt hier im Norden in zwei Generationen zwischen Anfang Mai und Ende August. Zur Partnersuche begeben sich die Schwalbenschwänze zur Gipfelbalz. Hierzu werden markante Erhöhungen in der Landschaft aufgesucht. Da ist der Energieberg ein Muss. Die Eier werden an Doldengewächse wie zum Beispiel der wilden Möhre abgelegt, an der auch die Raupen fressen. Als Besonderheit haben wir auf den naturkundlichen Führungen die Möglichkeit, auch Einblicke in die normalerweise nicht zugänglichen Bereiche des Energiebergs zu gewähren. Also verlassen wir den von ausgedehnten Glatthaferwiesen geprägten Bereich rund um den Horizontweg und gehen nun abwärts Richtung Süden, wo sich unsere Projektfläche befindet. Auf dem Weg begegnen wir zahlreichen Insekten an den blühenden Pflanzen. So etwa einem Rosenkäfer auf Wiesenmargariten. Diese sind auch beim kleinen Wiesenvögelchen, dem wohl häufigsten Tagfalter hier, hoch im Kurs. Klatschmohn und der gelbblühende Hornklee sind ebenfalls bei zahlreichen Insekten beliebt. Die vielfältigen Nahrungsquellen in Form einheimischer Blühpflanzen sind ein wichtiger Baustein für eine große Artenvielfalt. Nun sind wir auf unserer Projektfläche angekommen. Auf etwa 16.000 Quadratmeter erstreckt sich hier ein Halbtrockenrasen, durchsetzt mit Kies-, Sand- und Geröllfeldern, zwei Sandsteilwänden und einem lockeren Gehölzsaum.
Durch die südexponierte Lage und dem sandigen Boden kann sich hier gerade in offenen Bereichen ein ganz eigenes Mikroklima entwickeln, welches wärmeliebenden Insekten zugutekommt. So gibt es hier zum Beispiel Populationen von Norddeutschland seltenen Arten wie der blauflügeligen Sandschrecke oder der westlichen Beißschrecke und der gefleckten Keulenschrecke. Auf den Sandflächen jagt der Dünensandlaufkäfer Ameisen und Spinnen. Sie alle sind xerothermophil, das heißt, sie benötigen trockene und warme Lebensräume. In Norddeutschland mit seinem atlantisch geprägten Klima bedarf es hierzu ein gut wasserableitendes Bodensubstrat, welches sich in der Sonne schnell erwärmt. Die Sandwände sind das Reich der Wildbienen und Wespen. Aber auch Tagfalter und Libellen sonnen sich hier gerne, wie zum Beispiel der Mauerfuchs, ein in Hamburg sehr selten gewordener Schmetterling, der hier im Sommer regelmäßig zu beobachten ist. Diese gebogenen Röhren bilden die Eingänge zur Brutkammer der Schornsteinwespe. In der Kammer werden Rüsselkäferlarven eingelagert, an denen die eigenen Eier abgelegt werden. Sie dienen den Wespenlarven dann später als Nahrung. Die Goldwespen sind Brutschmarotzer. Sie nutzen die Brutkammer der Schornsteinwespen zur Ablage ihrer eigenen Eier. Hoppla, da war jemand zu Hause. In den mageren Wiesenbereichen tummeln sich im Sommer Tagfalter, wie zum Beispiel der Hauichelbläuling. Hier ein einzelnes Männchen und beide Geschlechter bei der Paarung. Widderchen wie das Sechsfleck und das Ampfergrünwidderchen. Und natürlich Heuschrecken, wie zum Beispiel der Heidegrashüpfer oder die gemeine Sichelschrecke, hier als Larve. Libellen nutzen die beutetierreiche Wiese zur Jagd. Hier drei Heidelibellen. Die schwarze, die gebänderte und die frühe Heidelibelle. Letztere ist eine besonders wärmeliebende Art, die nicht alljährlich in Norddeutschland vorkommt. Ein echtes Juwel ist der Vegare-Scheckenfalter. Nach dem Zweiten Weltkrieg gilt er in Hamburg als ausgestorben. 2019 konnten wir hier nach mindestens 70 Jahren die erste Reproduktion in Hamburg nachweisen. Die Art profitiert offenbar von den warmen und trockenen Sommern. In die Biotoppflege und Entwicklung investieren wir hier jährlich etliche hundert Stunden. Auch hier haben wir eine Malaisefalle aufgestellt. Mit ihr fangen wir fliegende Insekten und erfassen ihre Masse. So können langfristig Bestandsveränderungen erfasst, dokumentiert und untersucht werden. Außerdem werden Individuen ausgewählter Gruppen bestimmt und ausgezählt, um Veränderungen im Artenspektrum zu untersuchen. So. Zeit, sich auf den Rückweg in Richtung Informationszentrum zu machen. Der Blick von hier unten bietet ungewöhnliche Perspektiven. Vorbei geht es an den Georgswerder Ziegeleiteichen, die sich einst auch bis auf das Deponiegelände erstreckten, und an der artenreichen, mit zum Teil nur lückigen Gehölzbestand bewachsenen Westhang des Energiebergs. Dieses vielfältige Mosaik aus kleinteiligen Lebensräumen macht das Gelände des Energiebergs ökologisch so wertvoll. Mit seinen für die Hamburger Region ungewöhnlichen Hangbereichen und der dünger- und pestizidfreien Bewirtschaftung ist er ein idealer Trittstein für wandernde, insbesondere wärmeliebende Arten. So verwundert es bei näherer Betrachtung kaum, dass der Energieberg bei den Untersuchungen zum Geotag der Natur und des langen Tag der Stadtnatur in den Jahren 2017 und 2018 das artenreichste Untersuchungsgebiet in Hamburg war. Wobei, da haben natürlich auch die überaus engagierten und qualifizierten Bürgerwissenschaftler und die Fachleute des CENAX und weiterer Institutionen ihren wesentlichen Anteil daran. So, das war's für heute. Ich hoffe, die Führung hat euch ein wenig gefallen. Vielleicht schaut ihr aber vorbei bei einer unserer naturkundlichen Führungen hier auf dem Energieberg. Ansonsten kann ich euch einen Besuch im Infozentrum der Stadtreinigung empfehlen. Da findet sich immer was Spannendes. Tschüss, bis zum nächsten Mal.